herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Im Psalm 115 steht ein wunderbarer Vers, der Vers 13, und da heißt es: Sein Segen gilt allen, die ihn achten, ganz gleich, ob unbedeutend oder einflussreich. Egal wer du bist, Gottes Segen ist mit dir. Egal wie du dich fühlst, egal wie du, in was für einer Situation du gerade bist, es ist ganz egal. Gottes Segen ist mit dir, wenn du bei Jesus bist, wenn du ihm gehörst, ist sein Segen mit dir. Hoffnung um 12, wir wollen dich wieder ermutigen. Heute das Thema: deine persönliche Betriebsanleitung. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Deine persönliche Betriebsanleitung. Du sagst, wo gibt es eine Betriebsanleitung für mich? Es gibt eine und ich nenne die Bibel. Die Betriebsanleitung. Und wie ist es oftmals so? Ich bin so jemand, der packt was aus, probiert es aus. Ich lese kaum eine Betriebsanleitung. Ich probiere aus. Erst wenn was gar nicht funktioniert, dann schaue ich nach, wie man es eigentlich macht. Und so leben auch viele ihr Leben. Die schauen dann erst einmal nach, wenn es nicht mehr geht, was kann mir helfen? Und ich sage dir, deine persönliche Betriebsanleitung ist wirklich die Bibel. Wenn wir uns verhalten, wie es in der Bibel steht, dann geht es uns gut. Dann haben wir Frieden. Dann wissen wir, wenn mal irgendwo Angst oder was ist, was dann auch ist. Und wenn man sich danach hält, dann geht es einem auch richtig gut. Und man muss das wirklich auch befolgen. Ich bin ein schlechter Koch, ich habe schon mal probiert, war nicht viel. Aber wenn ich eigentlich sehe, wenn die Schwiegermutter Kuchen backt, da gibt es Mehl, da gibt es Eier, da gibt es Wasser. Ich bin mehr Handwerker, ich sage mir, ja, also Gips sieht aus wie Mehl. Dann kann man Abtönfarbe nehmen, da gibt es die gleiche Farbe wie Eidotter, und Wasser gibt es natürlich auch. Und ich würde das auch mischen, könnte das auch in den Backofen stecken, aber es schmeckt total anders als ein Kuchen. Es wird bockelhart, es wird sowas von fest, du kannst da Scheiben mit einschlagen, dem, was ich da gekocht hätte. Und drum brauchen wir für unser Leben eine Betriebsanleitung. Da steht drin, dass man Mehl nimmt statt Gips und so weiter. In der Bibel steht jetzt nicht unbedingt was von Kuchenbacken, steht auch sowas Ähnliches drin, aber für unser Leben, wie es funktioniert. Und ich sage dir, da steht das Rezept drin. Und was steht hinten in jeder Betriebsanleitung? Da sind die Fehler Dinge drin. Da heißt es, wenn Sie Probleme haben, die rote Lampe blinkt, die grüne Lampe blinkt oder beide blinken oder gar nichts geht mehr, da steht dann drin, wie man wieder die Fehler beheben kann. In der Bibel ist das nicht hinten, sondern das zieht die ganze Bibel, wie wir Fehler, die wir machen. Und wir machen Fehler, wir dürfen auch Fehler machen. Aber wenn wir sie erkennen, haben wir eine Betriebsanleitung und sehen, wie es richtig geht. Ich sage dir, nimm diese Betriebsanleitung, sie heißt Bibel. Danke, Herr, für jeden, der die Bibel zur Hand nimmt und du aus deinem Wort jedem zeigst, wo die Fehler sind, wo die Korrekturen sind, was wir besser machen können. Herr, dass unser Leben wirklich ein Wohlgeruch ist, nicht nur für die anderen, sondern dass wir uns auch wohlfühlen in uns und mit unserem Leben. Danke, Herr. Amen. Amen. Wir beten gerne für Menschen. Und eine Frau schreibt uns wegen ihrer Schmerzen und per E-Mail kam ihre Bitte. Bitte um Gebet, habe Schmerzen an beiden Beinen, Füße und Hüfte und Halswirbelsäule, dass Jesus mich heilt und die Schmerzen weggehen. Danke für das Gebet. Jesus, und du siehst diese Frau und ich danke dir, dass du sie auch kennst, und sie braucht wirklich eine Berührung von Kopf bis Fuß. Die ganze Wirbelsäule, die Beine, die Füße, die
ja, all die Gelenke und alles, was da dazugehört. Jesus, danke, dass du sie berührst, dass dein Heilungsstrom fließt und dass diese Knochen und die Gelenke wiederhergestellt werden in deine göttliche Schöpfungsordnung. Und dass alles, was nicht hingehört, auch vertrocknet und wieder in die normale Situation zurückkommt. Danke, Jesus. Danke, dass du der Wiederherstellende bist. Danke, dass du der Heiler bist. Danke, dass du der Eingreifende bist. Und ich danke dir, dass diese Person durchströmt wird mit deiner Heilungskraft gerade jetzt. Und dass alle Schmerzen weichen im Namen Jesus. Amen. Amen. Und per WhatsApp schreibt uns eine Frau für ihren Bruder: Liebes Missionswerkteam, ich möchte Sie darum bitten, dass Sie für meinen Bruder beten. Vor ein paar Tagen hat er erfahren, dass er Corona hat. Außerdem hat er sehr häufig Migräneanfälle. Bitte betet für ihn, dass er wieder gesund wird von der Corona und dass er befreit wird von den starken Kopfschmerzen, die unerträglich sind. Danke dafür und danke Gott, dass er heilt und hilft. Ja, und das macht er auch. Jesus, und ich danke dir, dass du gerade da auch heilst und hilfst. Und ich danke dir, dass diese Migräne, dass wir diese Migräne einfach schelten dürfen in deinem Namen. Und ich danke dir, dass sie verschwindet, dass dieser Kopf wieder in Ordnung kommt, dass diese Schmerzen nicht mehr auftauchen, sondern dass du deine Berührung da auf diesen Kopf legst. Danke, Jesus. Danke, dass auch jeder Coronavirus besiegt ist in deinem Namen, dass jeder Coronavirus weichen muss. Und ich danke dir, dass dieser Mann wieder ganz gesund ist in deinem Namen. Danke, Jesus. Wir vertrauen dir von ganzem Herzen für eine wunderbare Berührung. Und ich danke dir, dass du auch all die anderen Menschen berührst, die mit Corona behaftet sind. Danke, Jesus. Auch diese Menschen, die in den Krankenhäusern liegen. Danke, dass wir jetzt auch gerade für sie eintreten dürfen und dass du auch da deine Heilungskraft zeigst. Danke, Jesus. Danke, dass du sie berührst. Danke, dass dieser Virus besiegt ist am Kreuz von Golgatha und dass du eingreifst. Dass diese Menschen gesund sind in deinem Namen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf uns an. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Und eine Frau schreibt uns per E-Mail: Liebes Gebetsteam, bitte beten Sie für mich, dass mein Magen vollständig gesund wird. Ich wieder alles essen kann und keine Magenspiegelung brauche. Dass ich auch wieder Medikamente vertrage. Dass ich wieder gut durchschlafen kann und erholt aufwache. Und ich frei werde von meinen Ängsten, die mich täglich begleiten. Ich bin euch so dankbar für euer Gebet. Das ist eine ganze Ansammlung von verschiedenen Nöten und Probleme und ja, das, ja, für Gott kein Problem. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du das Ganze kennst, Herr. Du kennst diesen Magen, Herr, und Herr, ich danke dir dafür und auch die ganze Empfindlichkeit, die Schmerzen, und Herr, ich danke dir dafür, dass wir wieder göttliche Ordnung in diesen Magen hineinrufen dürfen in deinem Namen, Jesu, und ich danke dir dafür, Herr, auch für eine Ruhe, für eine Sicherheit, Herr, in ihrem Leben, Herr, ich danke dir dafür, dass du der Herr bist, der die Sicherheit schenkt, die Ängste, Herr, müssen verschwinden in deinem Namen, Jesu. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass eine Perspektive bei dir ist, dass eine Sicherheit, dass eine Geborgenheit bei dir ist. Lass es diese Person erleben. Danke, Herr. Amen. Amen. Und ein Mann schreibt uns wegen seiner Augen: Liebe Geschwister im Herrn, ich bin 48 Jahre und bitte um Heilung des Glaukoms. Ich kann noch gut sehen, aber der Sehnerv ist bei beiden Augen stark beschädigt. Die Tropfen halten den Augendruck unten. Ich möchte, dass Gott meine Augen komplett heilt, also den Sehnerv völlig wiederherstellt und der Augeninnendruck ohne Therapie normal bleibt. Ich brauche auch den Glauben und Vertrauen in Gott, dass er zu seiner Ehre Großes in meinem Leben tut. Ja, bei Augenschwierigkeiten kann ich mitreden. Ich habe als Kind ungefähr 20% gesehen, hatte dann eine ganze Story hinter mir,
Aber das Größte ist, Gott hat eingegriffen und ich sehe heute recht, recht gut. Und da kann ich nur jeden bestärken, Gott erhört Gebet. Danke, Herr, dass du jetzt auch, Herr, diese Person kennst. Und ich danke dir dafür, dass wir ein Gleichgewicht in die ganze Augen hinein rufen dürfen, Herr, dass der Augendruck passt, dass der Sehnerv, Herr, was medizinisch unmöglich ist, Herr, wieder hergestellt wird. Herr, ich danke dir dafür für ein komplettes, schmerzfreies Sehvermögen. Ich danke dir dafür, Herr, dass dieses Gebet in Erfüllung geht. Amen. Amen. Und Gott erhört Gebet. Das erleben wir bei den vielen Gebetserhörungen, die uns zugeschickt werden. Und eine Frau aus der Schweiz berichtet von 2 Gebetserhörungen. Zur Gebetsnacht im April 2020 habe ich um Gebetsunterstützung für eine Wohnung gebeten. Ich habe die Wohnung gefunden, die ich mir wünschte. Danke für die Gebete. Ich bin in einer gesegneten Wohnung. Auch für meinen Bruder bat ich bei euch um Gebet. Er hatte im Juli 2020 einen Schlaganfall und war im Spital. Dort wurde er sehr schnell entlassen. Er kann normal sprechen und auch Auto fahren und er ist zu Hause. Jesus gebührt alle Ehre und aller Dank. Ja, und das ist wahr. Und eine Frau berichtet von einer Heilung einer Familienbeziehung. Danke für eure Gebete. Mein Sohn mit Familie kam nach langer Zeit unverhofft wieder heim. Sogar seine Frau, die immer ein versteinertes, kaltes Herz hatte, war einigermaßen nett. Ich sehe es als ein Wunder Gottes an und bin Jesus sehr dankbar. Es fühlt sich so gut an zu wissen, dass ihr im Gebet mit uns seid. Ja, und das machen wir gerne. Gott erhört Gebet, so auch bei dieser Frau. Ich hatte nachts starke Nebenwirkungen durch ein Präparat und hatte mich an einen Arzt gewandt, der aber nicht kam. Ich wandte mich an euch mit der Bitte um Gebet. Die Nebenwirkungen verschwanden. So konnte ich am Montag meine Arbeit wie geplant beginnen. Ich bin sehr dankbar, dass sie für mich gebetet haben. Danke, Jesus. Und nochmals aus der Schweiz kommt dieses Zeugnis. Ich hatte mich um Gebetsunterstützung an euch gewandt. Im Unterleib hatte ich eine große Zyste und sollte operiert werden. Nach dem Gebet war sie ganz weg. Ich habe eine Schilddrüsenerkrankung. Ein Arzt fand heraus, dass ich überdosierte Medikamente eingenommen hatte. Mir geht es jetzt besser und auch die Angststörungen haben sich verbessert. Und ich hatte einen krummen Rücken. Beim letzten Röntgenbild stellte der Arzt fest, dass die Wirbelsäule wieder gerader geworden ist. Und von einer weiteren Gebetserhörung kann ich euch berichten. Im letzten Jahr konnte ich eine Ausbildung machen. Danke für die vielen Gebete. Ja, und Gott erhört Gebet und so viele Gebetserhörungen, auch bei einer einzelnen Person. Ja, das ist wunderbar. Manche erleben eine ganze Reihe und die ganze Liste wird irgendwo abgehakt. Manche erleben eine Gebetserhörung, manchmal was Kleines, manchmal was Großes. Das, was für dich was Großes ist, ist vielleicht für jemand anderen was Kleines. Ist egal, Gott erhört Gebet. Und hast du eine Gebetserhörung, lass sie uns wissen. Die Nummer ist eingeblendet. Ja, Betriebsanleitung. Heute dein Tipp, den du tun kannst. Welches Kapitel deiner Betriebsanleitung schlägst du heute auf für deine Lösung? Du sagst, ich habe nicht mal eine Bibel, ich kenne mich in der Bibel nicht aus. Weißt du, was ich mache, wenn ich irgendwas ganz schnell suche? Ich gehe einfach ins Internet, in Google rein, tippe Bibel Bindestrich ein und dann Thema Bibel-Angst, Bibel-Sorgen und so weiter. Und dann wird dir so viel vorgeschlagen, wo in der Bibel etwas über das Thema steht. Und manchmal sind auch noch Artikel dabei, wo andere über ein Thema schreiben. Ich sag dir, nimm die Betriebsanleitung Bibel. Sie funktioniert. Probier es aus. Und wenn du Sorgen oder Nöte hast, kannst du uns schreiben oder anrufen oder auch per E-Mail oder sonst wie. Und die Infos sind alle eingeblendet. Ja, oder am Sonntag wieder im Gottesdienst
dabei zu sein, live hier oder auch im Internet, über YouTube oder auch im Livestream. 10 Uhr beginnen wir nächsten Sonntag und dann nochmal die Werbung für unsere Heilungstage. 1. und 2. Mai diesen Jahres werden wir Heilungstage haben. Wir fangen am 1. Mai um 14 Uhr an, online aus der Christuskathedrale. Sei mit dabei. Schön, dass du dabei warst. Alles Gute und Gottes Segen und bis bald. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.